2 Wochen Bildungsstreik in Bonn. Am 4. Dezember kamen Studierende und Hochschulleitung im Hörsaal 1 der Universität zum Dialog zusammen. Unibonn TV traf sich vor der Diskussion mit Rektor Jürgen Vormann. Was erwartet er vom Dialog mit den Streikenden? Ich möchte zunächst mal fragen, was die Studierenden gerne diskutieren möchten. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer der wesentlichen Punkte der Bologna-Prozess sein wird. Wir haben uns ein bisschen auch darauf vorbereitet, das zu kommentieren. Ich werde gleich versuchen, Ihnen deutlich zu machen, an welchen Stellschrauben wir im Augenblick überhaupt nur drehen können, welche Zeitperspektive das Ganze hat. Zurück im Hörsaal. Knapp 250 Studentinnen und Studenten wollen mit der Hochschulleitung über Bachelor und Bologna diskutieren und ihre Forderungen unterstreichen. Dass diese nicht so ohne weiteres umgesetzt werden können, wissen auch die Streikenden. Schauen Sie sich die Gegebenheiten an den Hochschulen an. Es ist nicht so ganz einfach, sozusagen, dass ein Rektor alles bestimmen kann. Das sehen wir natürlich auch als Streikende. Ich finde, dass der Rektor, Herr Vormann, im Rahmen seiner Möglichkeiten heute Dialogbereitschaft gezeigt hat, ja. Es geht nicht darum, dass er der Verantwortliche ist. Wir wissen ganz genau, dass wir auch mit den ganzen Forderungen auf Landesebene, wie Studiengebühren abschaffen, dass der Vormann nicht der Ansprechpartner ist, der wirklich dann das umsetzt. Aber wir wollen ihn ja einfach motivieren und ermutigen, sich an unsere Seite zu stellen, den Kampf mit uns gemeinsam eben einzugehen. Gemeinsamer Protest für bessere Studienbedingungen. Wie könnte das aussehen? Prorektor Professor Volkmar Gieselmann beschreibt seinen Ansatz. Ich sag mal, die Forderungen, das haben Sie heute auch gehört, sind sehr heterogen. Und die gehen ja über die Studiengebühren, über, sagen wir mal, Kritik an der Institution des Hochschulrats, bis hin eben zum Bologna-Prozess. Und mich als Prorektor für Lehre interessiert natürlich innerhalb dieser Forderung jetzt zunächst mal der Bologna-Prozess. Und wenn wir da was ändern wollen, dann würde ich den Studierenden wirklich mit auf den Weg geben, sich bei ihren Protesten wirklich darauf zu fokussieren und nicht mit zu viel Forderung zu einer Zeit anzutreten. Viel Kritik musste der AStA in den vergangenen Wochen einstecken. Grund dafür ist die Ablehnung des Bildungsstreiks. Bei manchen Forderungen sah man sich dennoch einig, erklärt der Vorsitzende des AStA, Wolfgang Schob. Also wenn es darum geht, exzessive Anwesenheitspflichten zu kritisieren oder Prüfungsordnungen, die überladen sind, dann unterstütze ich das zu 100%. Aber da sind auch viele Forderungen dabei, wo man einfach sieht, dass diejenigen, die sie aufgestellt haben, in der real existierenden Hochschule nicht engagiert sind. Streiks will der AStA auch weiterhin nicht befürworten. Den Dialog an der Universität dafür umso mehr. Wie der Dialog in Zukunft aussehen könnte, beschreibt der Rektor. Ich hatte ja angeboten, dass wir einmal im Monat uns treffen und dass von allen Studierenden, die gerne mögen, nicht nur vom AStA, sondern eben von allen Studierenden, Fragen an den Rektor gestellt werden können. Und da müssen wir uns ein Prozedere überlegen, wie das gehen soll. Es kann so sein, dass Sie mal sammeln, was Sie auf dem Herzen haben, wie das 2-3 Tage vorher auch dann sagen können, damit ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Klar, nicht in allen Sachfragen ist man ja sofort immer auch so drin, dass man wirklich definitive Auskünfte geben kann. Sodass ich einfach hoffe, dass wir das geregelt hinbekommen und dass die Studierenden noch etwas davon haben. Das nächste Treffen findet am 18. Dezember um 18 Uhr statt.